Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Gerdesmeier. Ich bin Bürgermeister der Stadt Lohne. Das ist Herr Rabe, mein Mitarbeiter von der Stadt Lohne. Wir beide laden Sie ein zu einer kleinen Baustellenbesichtigung bei unserem neuen Lohneum, unserer neuen Sport- und Wertzeughalle hier in Lohne. Ja, wir sind im Dezember des letzten Jahres angefangen mit den Bauarbeiten. Wir liegen gut in der Zeit, kann man sagen, haben jetzt mehr als die Halbzeit erreicht. Und Anfang Juni, am 8. Juni, wird die große feierliche Eröffnung unseres Lohneums sein. Und man sieht es auch schon, die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Die Tribünen werden installiert. Wir freuen uns auf die Fertigstellung und auf die Möglichkeiten, die wir durch die neue Halle für Lohne haben werden. Ja, hier sieht man die neue Teleskoptribüne, die auch ferngesteuert ein- und ausgefahren werden kann und die in Summe mit der anderen Seite 1500 Zuschauer Platz bietet. Da ist der Regieraum. Aus dem Regieraum wird die Technik hier in der Sporthalle gesteuert, wie zum Beispiel Lautsprecheranlage, die Anzeigetafeln und die Belüftung der Anlage. Das ist hier eine der Fluchttüren, um von den Zuschauerrängen über diese Fluchttreppe nach außen zu gelangen. Wir haben insgesamt 15 Fluchttüren hier an diesem Gebäude, damit alle Gäste auch in kürzester Zeit das Gebäude verlassen können.